blonde Flunder, magst du keine Kinder? Ha, die BSE-Braut weiß doch gar nicht, was ein Kind ist. Warst wohl ein bisschen zu nett? Hör mal, Melonenmundchen. Spielt gefälligst woanders! Ach, die Alte hat doch Alzheimer-Bulimie. Genau, die frisst und frisst und vergisst zu kotzen. Die soll hier bloß nicht wieder auftauchen, die Tüte, sonst gibt's richtig. Hilfe! Hallöle! Wir warten hier locker auf den nächsten Nachtbus. Was dagegen? Oder wollen Sie meine Hämorrhoiden behandeln? Ich will nicht, dass sich irgendwelche Penner vor meinem Haus rumtreiben! Also so ist ja irgendwie gar nicht gut, Doktor. Der ist ja nun gar nicht gut, Knupperkirschen essen. Wo hast du gesteckt? Naja, ich hab mir gerade das Balzverhalten der Ameisen reingezogen. Was ist? Wollen wir noch eine Runde ballern? Doch, ja! Volle Kanüle auf den Augensack. Genial. War ja gar nicht aua. Oh, oh. Naja, der ging ja wohl voll in den Ofen. Auf allerkeinsten, den holst du mal Feinchen wieder. Kannst du knicken, Keule? Die Alte macht mich rund, die brät mich kross. Hör zu, Kollege, du dackelst da jetzt rein und holst das Rundleder aus dem Verlies, sonst Beule! Okay, wenn du mich so lieb bittest. Komm ja nicht ohne die Pille wieder. Hallöle, Schabrackenbutze, würden Sie so freundlich sein und mir den Ball wiedergeben? Was ist du? Hast du eine plötzliche Gichtattacke? Nanü, die Bimmel ist auf Halde. Die Oms ist von der Außenwelt abgeschottet. Ende mit Schotterquatsching, jetzt machen Drücker und verhurt dich. Hat ja für jedes Kilo einen Raum. Hui, hui, wäre ja fast ein Schritt ins Abseits gewesen. Hey, Idee! Ich könnte ja die Tür von auswärts verrammeln, dann kann das Tier nicht mehr flüchten. Was bin ich für eine clevere Denktüte? Du Dralle, Grufteule, jetzt ist Schichtung im Schlund. Das hält. Die Tür bleibt zu, du fette Kuh. Hast du mein Leder? Ich bin erstaunt. Ich kann's kaum glauben, ich träume wohl. Nun haben Sie ja doch noch an den Gartenzwergen Gefallen gefunden. Mit Ihnen rede ich nicht ein Wort. Hat sie die Leidenschaft doch noch gepackt, hä? Ich habe gesagt, Sie sollen mich in Ruhe lassen. Das macht aber Spaß, Sie können sich so schön aufregen. Halten Sie die Schnauze! Wie auch immer, Sie haben wirklich einen hübschen Zwerg in Ihrem Garten.
Für Gartenzwerge habe ich absolut nichts übrig, klar? Ach ja, und wofür haben Sie dann was übrig? Für Pitbulls. Ich liebe die kleinen Racker. Sehen Sie doch, Ihr Gartenzwerg macht sich aus dem Staub. Das ist nicht mein Gartenzwerg, Idiot. Hey, du hast die Bälle verwechselt. Normalerweise gucke ich länger zu, wenn meine Hunde einen Einbrecher gestellt haben, aber ich muss den Müll rausbringen. Mein Ball! Du schon wieder? Ich wollte gerade ein Schälchen machen. Nehmen wir mal an, ich würde dir diesen schönen Ball geben. Würdest du dann sofort verschwinden? Na, look. Ihr Losertölen! Bin Erster! Hey, du hast ja deine Pille wieder retour, cool. Dann können wir ja jetzt weiter bolzern. Klar, auf jeden. Den kannst du gleich in ein anderes Zierprimelbeet klötern. Weißt du, warum der so schlaff ist? Sie hat ihn mit einer Nadel gestreichelt. Und das ist deine Schuld! Aua! Hey, bleib mal cremig. Auf diese Ansage kann ich gar nicht. Spiel allein mit deinem Gummi. Dann hau doch ab, du Heususe! Gar nicht so übel! Ja, wenigstens mal füllen können.